Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, bei mir, bei eurer Crazy Owl nach meinem Urlaub zu einem kleinen Spezial. Ja, die aktuelle Zeitenergie ist ja sehr turbulent, also da bin ich auch nicht vorgefeit. Die letzten Wochen waren ziemlich turbulent bei mir, was zu vielen Umplanungen geführt hat, wie ihr ja auch hier auf dem Kanal gemerkt habt. Es gab keine Monatslegung für August. Und so weiter. Und ja, jetzt hoffe ich aber, dass ich hier wieder Kontinuität und Struktur reinbringe und bin jetzt dabei, dass ich euch in einem kleinen Spezial mal so eine Zwischenenergie für jedes Standzeichen reingeben möchte. Dazu legen wir mit dem Weight Tarot und dem Gilded Reverie Lenormand und die werde ich durchmischeln und dann immer für jedes Standzeichen jeweils eine Karte ziehen und euch sagen, was sich da bei euch gerade so zeigt. Damit ihr einfach mal so ein kurzes Feedback für euch und eure aktuelle Situation erhaltet im Falle einer Resonanz. So, ich hoffe, ihr seid wohlauf und ihr kommt gut durch diese turbulente Phase mit der Rückkehr von Pluto in den Steinbock. Und ja, jetzt schauen wir mal, was uns die Karten so verraten wollen. Wie immer, allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein, diese Legung ist zeitlos und du schaust natürlich die Legung immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn's nicht deine Legung ist, mach's auch nicht zu deiner Legung. Wilma ist am Start und jetzt geht's los. So, und wir mischeln mal durch. Und ich bitte die Karten, sich zu sortieren für die Energien meines Kollektivs für alle 12 Standzeichen. Da fällt schon mal der Magier. Das hat ganz viel mit Manifestationskraft hier zu tun, was wir gerade haben. Zu erkennen, dass wir alles in uns haben, was wir benötigen. Das sind mal zu viele. So. Einmal bitte sortieren. Und dann wird der Reihe nach aufgedeckt. So. Gut. Nummer 2. Einmal mischeln, einmal sortieren für alle Standzeichen, bitte. So. Für mein Kollektiv, für alle Standzeichen. Gut. Ja. Gut. Fangen wir an. Wir haben Widder, Ass der Kelche und die Blumen. Okay, liebe Widder, das sieht nach einer tollen Energie aus. Hier gibt es die Chance, sich zu verlieben. Einen Neuanfang, überraschende Begegnungen, sehr flirty Energie. Ne? Ass der Kelche ist immer eine neue emotionale Chance. Hier beginnt etwas Neues. Das kann auch sein, dass man sich hier frisch verliebt. Ja, es kann auch wirklich sein, dass man hier plötzliche, überraschende Treffen und Begegnungen hat und dass man hier wirklich fast übersprudeln könnte vor Glück. Also, liebe Widder, sehr schöne Energie für euch. Schauen wir mal, was haben wir für die Stiere. Oha, Ritter der Kelche und der Schlüssel. Okay, also, sollte es in eurem Feld irgendetwas geben, liebe Stiere, wo ihr auf eine Entschuldigung wartet, auf eine Liebeserklärung, auf ein Friedensangebot, irgendetwas in dieser Art, seid euch sicher, der Ritter der Kelche ist schon auf dem Weg zu euch, ja, und hier öffnen sich neue Türen mit dem Schlüssel, hier wird alles gut, also wenn du hier auf eine Liebeserklärung, auf Komplimente, irgendetwas in der Art, eine Versöhnung wartest, ja, das sieht hier gut aus, lieber Stier. So, die Zwillinge. Oha, zwei der Kelche und die Ruten. Zwei der Kelche ist eine der klassischen Seelenpartnerkarten und du scheinst hier gerade, was wertschätzende Verbindungen auf Augenhöhe angeht, so ein bisschen, also entweder hast du jemanden kennengelernt und das Ganze stresst dich hier, weil es dich aus deiner gewohnten Bahn wirft. Oder du bist hier wirklich gerade in Diskussionen mit einem dir wichtigen Menschen. Das muss jetzt nicht nur liebestechnisch sein, das kann auch beruflich, freundschaftlich sein. Ja, wo man hier wirklich aufräumt und klärt, was denn die Bedingungen für eine wertschätzende Verbindung auf Augenhöhe sind. So, die